wenn die Familie rund um den Tisch sitzt und man hat ein gemeinsames Mittagessen und eine gemeinsame Zeit bei einem wirklich guten, vollwertigen Essen, dann ist das so eine Qualität, die kann da eigentlich nichts geben. Wenn Sigrid Hagen am Herd steht und im Kochtopf rührt, dann schmeckt sie Genuss mit Pfiff ab. Den Geschmack schöpft sie aus ihrem eigenen Garten, dem Kräutergarten. Unglaublich, welche Vielfalt die Natur offenbart. Dies war auch Grundgedanke und Auslöser für die leidenschaftliche Familienköchin, eine Herzensangelegenheit umzusetzen. Das Projekt Mostviertler Kräuterkochbuch. Hier weckt sie die Lust auf Genussvolles, abgerundet durch die wilden Kräuter des Mostviertels. So richtig mit Kochen habe ich angefangen, wie ich Kinder gekriegt habe. Ja, also so, dass man ja seine Familie gesund ernähren möchte. Ja. Und das ist dann, ich wollte ja so gut kochen wie meine Mama, ja, weil meine Mama kocht irrsinnig gut. Und dann habe ich gedacht, und jetzt habe ich manche Sachen schon, da schlage ich es. und man tigert sich dann rein und wenn was gut schmeckt, dann fängt man an, das umzubauen, ein Rezept und neue Variationen auszuprobieren. Also ich finde mich schon sehr wohl in der guten Küche. Also ich muss mal so sagen, ich fühle mich sehr wohl beim Kochen und da kann man seine Fantasie ausleben. Ja, tausende lang haben die Menschen überlebt mit dem, was rund um einen gewachsen ist und haben keinen Flieger und kein Schiff gehabt, was irgendwo was hergebracht hat. Ja? Und genau auf das sollte man zurückgehen. Und es ist auch voll gut zu essen. Es schmeckt wirklich gut. Küchenchef Wolfgang Traxler vom Relax-Ressort Kotmühle hat schon eifrig im Kräuterkochbuch geblättert und beim gerollten Schweinslungenbraten ein Eselsohr geknickt. Verfeinert wird dieses Gericht mit einer Handvoll Kirsch. Was sehr naheliegend für unser Hotel ist, dass wir natürlich mitten im Grünen, mitten im Mostviertel liegen und die Kräuter der Natur so quasi vor der Haustüre sind. Und somit ist es uns überhaupt nicht schwer gefallen, da dieses Projekt zu unterstützen und mitzumachen. Und wir sind immer aufgeschlossen für Neues, für gute Ideen. Und da ist die Entscheidung ganz leicht gefallen. Was es alles braucht, um ein herzhaftes Kräutergericht zu zaubern. Schweinslungenbraten, Speck, Bauchnetz, Kohl oder Krautblätter und jede Menge Kirsch. Das Fleisch würzen und anbraten, Kirsch blanchieren, gut ausdrücken und grob schneiden, den Kartoffelteig anrichten, Teig ausrollen und den Kirsch gleichmäßig darauf verteilen. Dann den eingewickelten Lungenbraten damit einrollen, das Bauchnetz mit den blanchierten Kohlblättern auslegen und danach die Fleischrolle darin einrollen. Ab in den Ofen damit und bei 180 Grad 2 Stunden braten. Und fertig ist der herzhafte Kräutergenuss. Das Mostviertler Kräuterkochbuch ist aber nicht alleine nur ein fein angerichteter Buchstabensalat, sondern auch ein appetitlich gestaltetes Bilderbuch. Dabei hat die Meisterfotografin Doris Schwarz-König ihr Können und ihre Kreativität spielen lassen. Mit der Doris arbeiten wir eigentlich schon jetzt ein paar Jahre zusammen, durch die ganzen Fotografien auf der Moststraße und natürlich auch die Chemie zwischen uns hat immer schon gestimmt. Und sie hat uns einfach gefragt, ob wir da mitmachen wollen einfach. Und für uns war das dann so klar, weil wir sie einfach gut verstehen und sie auch auf die Zusammenarbeit voll gefreut haben. Also im Jahr 2017 ist die Idee entstanden und wir, die Sigrid und ich, haben uns zum ersten Mal getroffen und dann haben wir halt einen Kooperationspartner gesucht und haben in der Liederregion Oststraße Haverhauer Christian den entsprechenden Partner gefunden und von der Idee bis zum ersten Shooting hat es dann mal 2 Monate gedauert. Dann haben wir in dem Jahr, glaube ich, nur mehr ein Shooting gemacht. Und so richtig durchgestartet haben wir dann im Jahr 2018. Also da haben wir ganz, ganz viele Produktionstage gehabt und Besprechungen und geshootet. Und wir sind mit dem Grafiker zusammengesessen. Also von der Idee bis zum fertigen Buch sind so circa 1,5 Jahre vergangen, in der ganz viele Stunden viel Kaffee
und viel Lachen und viel Arbeit und Energie eingeflossen sind. Ein Buch zu schreiben ist ja nicht einfach so eine Spaßaktion. Ja? Und die Sigrid Hagen hat sich schon sehr gut im Kräutersektor bewiesen. Sie hat einen Kongress veranstaltet und da war die Expertise da. Und die ist zu mir hergekommen und hat gesagt, sie möchte gerne ein Kräuterbuch machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen aber Profis an unserer Seite. Und dann ist die Meisterfotografin, die Doris Schwarzkönig, mit ins Team gekommen. Und dann noch der Peter Teufel als Grafiker. Und am Ende des Tages spiegelt das Buch die Vielfalt der Region und der Kräuter wider und der Menschen, die mit den Kräutern arbeiten. Die Moosstraßenbetriebe spielen eine Rolle in dem Buch. Und somit ist es ein wunderschönes Gesamtkunstwerk. Und ich denke, auf der Kräuter- und Kochbuchszene ist es einer der schönsten Bücher, die rausgekommen sind in Österreich. Sigrid, weißt du das noch? Wenn wir zusammengekommen sind, das erste Mal. Genau. Das ist jetzt her. Zwei Jahre. Mhm. War glaube ich, auch früher, gell? Mhm. Ja, in der Kotmühl. Ja, da sind wir frühstücken gegangen, gell? Frühstücken sind wir gegangen. Genau. Da haben wir mal so grob mal ein bisschen drüber geredet, ob wir da ein Projekt machen konnten gemeinsam. Und eigentlich finde ich das immer voll spannend, wenn dann Bettleiben mich anrufen und sagen, du weißt eh, ich habe eine Idee, das finde ich sowas von klasse. Ja, nur dazu, was das noch gar nicht gibt. Genau, das es nicht gibt. Und vom Mustviertel, ja. Ja. An der Seite vom Mustviertel ist, die noch keiner so genau angeschaut hat, die Kreil. Das stimmt, ja. Also. Und das habe ich mir gedacht, das ist mein Bonus. Ja. Und schön war, dass du da gleich gesagt hast, ey, das ist cool, machen wir zu zweit was. Ja, ich wollte eigentlich schon immer ganz gerne mal ein Buch machen. Und da ist mir eigentlich der Idee gerade recht gekommen, muss ich sagen. Und es war voll eine schöne Reise mit dir, das Buch zu machen. Oh, danke schön. Kann ich nur zurückgeben, war sehr lustig. Viel Kaffee und viel Lachen und vielen, ja, Gedanken machen. Aber es war eine schöne lange Reise, ja. Das stimmt. Ja, die hat mit dir gemeinsam, dankenswerterweise. Genau. Mhm. Ja, wir haben das, glaube ich, ganz gut hingebracht. Ne? Mit wie vielen Seiten sind wir gestartet? Ich glaube, wir sind mit 120 und dann kommt es zu mir, wie es dann meistens so ein bisschen ums Geld geht. Es sind doch 200. Wie viel? Naja, zuerst waren wir auf 190 Seiten gewesen und wir wollten ja so wirklich ein bisschen eine Liebeserklärung ans Mostviertel machen. Also wir wollten ja nicht nur Rezepte dabei haben, sondern auch wunderschöne Landschaftsaufnahmen und so ein bisschen das Mostviertel zeigen, wie es ist, halt, dass die Leute gemütlich sind und dass man in der Landschaft draußen sitzt und genießt. Und das wollte man alles in das Buch verpacken. Und darum ist ja das mit den 190 Seiten nicht ganz ausgegangen, leider. Aber ich glaube, das sagen wir jetzt nicht, wie viel das wirklich sind. Nein, das wird vielleicht eine Überraschung. Aber Gott sei Dank sind es mehr geworden. Weil ich kenne das Mostviertel schon gut, aber so wie es das du angeschaut hast und wie es gehalten hast, die Einblicke habe ich jetzt da noch nicht gesehen und die hast du wirklich schön gemacht. Dankeschön. Aber ich kann auch das Kompliment mit zurückgeben, weil ich mich mit Kräuter vorher nicht beschäftigt und das ist wirklich, wirklich ein spannender Bereich. Und du hast so ein enormes Wissen. Danke. Das ist toll. Ja. Was ich aber voll super gefunden habe, ist, dass ihr die Idee aufgegriffen habt, dass die regionalen Wirten mit einbezogen habt. Und ich glaube, die haben aber viel Spaß gehabt mit euch, oder? Ja, ich hoffe. Nein, ich glaube, also es war uns auch wichtig, dass wir die mit einbeziehen, weil die ja die kulinarische Vielfalt halt auch des Mostviertels präsentieren. Und die sind eigentlich gleich aufs Boot aufgesprungen und haben gesagt, ja, sie wollen mitmachen, sie finden das ein lässiges Projekt. Damit wird das Mostviertel gut repräsentiert eigentlich. Und welche so Hoppalas hat es bei den Wirten gegeben? Oder ist jeder so ein bisschen speziell? Wir sind überall ganz herzlich aufgenommen worden. Wir haben viel Spaß gehabt. Wir sind gut verköstigt worden. Und es ist ganz schön, wenn man einen Einblick kriegt in die Küche, wie gekocht wird, wie die Seele des Hauses ist. Und die Küche ist nicht nur in einem Haushalt die Seele des Hauses, denkt man, sondern auch in einem Wirtshaus oder in einem Restaurant. Und die Energie, was da rumkommt, ja,
das war ganz schön zum Erleben. Ja. Ja. Es hat auch voll viele lustige Szenen eigentlich gegeben. Eine fällt mir gerade beim Couple, wo wir jetzt da gerade auch sitzen. Uns war es halt wichtig, dass wir bei natürlichem Licht fotografieren. Und wir haben das dann draußen gemacht und die haben draußen so einen Tischgrill. Und da war eine total schöne Holzoberfläche, super Struktur, was eben zu den Knäl voll gut passt hat. Und wir wollten das halt unbedingt da draußen machen. Wir haben schon alles aufgebaut gehabt, das hat passt. Und dann haben wir jetzt zum Regen angefangen. Das ist natürlich schlecht, gell? Weil wir haben ganz alles schön drapiert, das halt super ausschaut. Und dann haben wir ganz geschwind ein paar Regenschirme geholt. Es gibt da ein Foto davon, das wollen wir herzeigen. Die Damen sind dann draußen gestanden und haben mit den Regenschirmen die ganze Szenerie abgedeckt. Einige Regenschirme. Einige Regenschirme und sind ganz lang mit ausgestreckten Händen gestanden. Ja. Und bis dass wir das Foto im Kasten gehabt haben. Also das war einfach so schön, weil es war wirklich eine Zusammenarbeit und ein Zusammenhalt da. Und dieses herzliche Aufnehmen, was du gerade vorher gesagt hast, das war für uns ja, total schön, muss ich sagen. Ja, was auch das Innovative an diesem Betrieb gezeigt hat. Ja, das ist ja die, das ist, glaube ich, fürs Mustviertel auch was Prägendes, dass man schon offen ist für was Neues. Ja. Total, ja. Und schon sehr bodenständig, weil das einfach die Landschaft oder ja, die Erde uns so mitgibt, dass wir bodenständig sind, aber dennoch lässt man sich schon gerne auf was Neues ein. Und das war das Schöne an dieser ganzen Reise, dass wir angefangen von dir, wie wir zu dir gekommen sind und gesagt haben, ich habe eine Idee. Ja, bis zu den Wirten, wo wir in der Küche stehen und sagen, wir stellen uns das so und so vor und mein Rezept ist so und so. Und Doris sagt, ja, und ich hätte es gern so und stütze euch so und da die Hände so. Und das war schon sehr spannend. Wir machen es auch noch spannend und Gusto auf ein weiteres Rezept aus dem Mostviertler Kräuterkochbuch. Angerichtet von Angelika und Evelyn Kappel von der Moststraßenrast in Bieberbach. Besser bekannt unter dem Namen Supothek. Wir schauen auch, dass wir mit den regionalen Produzenten aus dem Mostviertel eben zusammenarbeiten. Und darum war das natürlich für uns ein totales Anliegen, dass wir da dabei sind. Und natürlich auch das Thema Kräuter ist auch selber sehr, sehr spannend, dass man das einfach auch aufnimmt in die Karten. Und es gibt so viele lässige Sachen, die man da verwenden kann. Die Venus-Tofu-Knödel dürfen wir in unserer nächsten Ausgabe von Ab ins Leben servieren. Der Hauptakteur aus dem Mostviertler Kräutergarten ist in diesem Rezept die Schafgarbe. Der Tourismusverband Moststraße streckt bei einem Projekt wie dem Mostviertler Kräuterkochbuch gerne die Fühler aus. Insgesamt sind 31 Gemeinden Teil des Tourismusverbandes. Auch zahlreiche Betriebe ranken sich entlang der Moststraße. Der Fokus der Moststraße richtet sich auf den Tourismus. Ziel ist es, das touristische Angebot rund um die Mostbirne auszubauen und zu verbessern. Um die regionale Wertschöpfung aus dem Tourismus zu steigern, unterstützt durch zahlreiche Seminare, Veranstaltungen und Unterstützungen. Uns sind ganz besonders wichtig regionale Produkte. Also die Weiterentwicklung von regionalen Qualitätsprodukten liegt uns sehr am Herzen, wo auch die Wertschöpfung zu 100% hier in der Region sind. Wichtig ist uns dabei höchste, beste Qualität, weil nur dann ist auch Wertschöpfung gegeben. Und natürlich auch neue Ausflugsziele, neue Tourismusziele. Das Radwegenetz haben wir neu beschildert. Da tut sich doch sehr viel. Und unser Hauptprojekt in dieser Liederförderperiode ist unser Kulturlandschaftsprojekt. Das heißt, dieses Bewusstmachen, dieses Aufmerksammachen für unsere besondere Kulturlandschaft, wo wir auch die Obstbaumpflanzaktion zum Beispiel sehr erfolgreich abgewickelt haben und auch im neuen Jahr wieder abwickeln werden, dass wir auch Obstbäume nachsetzen, damit dieses einzigartige Landschaftsbild auch in Zukunft erhalten bleibt. Über die Liederregion können bestimmte Projekte gefördert werden. Die letzten Projekte sind heute eingereicht worden. Somit sind die ganzen 3,5 Millionen seit 2015 verbraucht. Und wir schauen, dass wir noch zusätzliche Gelder für weitere Projekte im zweiten Halbjahr bekommen.
Bei der Generalversammlung wurde Bilanz für das Jahr 2018 gezogen. Das Jahr 2018 war das erfolgreichste Tourismusjahr, das es im Mostviertel je gegeben hat. Das hängt schon damit zusammen, dass es in der Wirtschaft generell sehr gut gelaufen ist und natürlich auch der Wirtschaftstourismus da einen Teil davon einnimmt. Aber generell, glaube ich, ist das Mostviertel auch eine aufstrebende Tourismusregion. Und nicht nur das, die Moststraße hat bereits Vorbildwirkung für viele andere Regionen auf internationaler Ebene. Da kann man eigentlich nur zurückreflektieren auf Europaebene oder auf Bundesebene. Österreich ist einer der führenden Länder, was Abholung der EU-Mittel bedeutet. Da sind wir ganz, ganz vorne dabei. Und man sieht dann frühestens 2020, wie weitere Regionen aufgestellt sind und ob sie es überhaupt schaffen, EU-Mittel abzuholen. Mittlerweile ist es der bürokratische Aufwand sehr, sehr hoch. Wir werden allerdings von den Landesstellen und von Bundesseite sehr, sehr gut serviciert. Allerdings ist es ein sehr hoher Mitarbeitereinsatz ist nötig, um Projekte durchführen zu können. Aber ihr habt ja super Mitarbeiter, oder? Wir haben die Anzahl Mitarbeiter. Also wir sind ein Team von 6 Personen, was natürlich auf der einen Seite sehr, sehr gut ist. Jedes Projekt bekommt einen Mitarbeiter zugewiesen und somit ist ja die professionelle Abwicklung gesichert. Das Mostviertel ist Niederösterreichs Viertel der Verführungen. Diesen kann auch Extremsportler Christoph Harreiter nicht widerstehen. Meine Moststraße ist lang genug. Ich bin auch oft schon von Wien rausgelaufen nach einem Deck. Das sind auch 110 Kilometer. So gesehen kenne ich die Gegend ein bisschen und auch sehr gut. Und ja, liebe auch die Gegend. Bin oft draußen auch noch am Wochenende. Lebe aber an sich in Wien jetzt. Und es sind spannende Projekte, die ich auch kenne aus der Sicht eines Prüfers, weil ich auch der zuständige Wirtschaftsprüfer bin für die LIDA-Projekte in Österreich. Mut haben und Risiko eingehen. Sei es bei der Bewältigung eines Ultramarathons oder auch im Business. So lautet die Devise des Extremsportlers. Darin sieht er die größten Wachstumschancen.